Hallo meine Freunde, willkommen zurück im alten Griechenland. Willkommen zurück in unserer kleinen Stadt. Beim letzten Mal haben wir das Licht in die Stadt gebracht. Hier haben wir Öllampen und hoffen wir doch, dass das Zeitalter der Philosophie der Erleuchtung nun anbricht. Aber sind wir ganz ehrlich, es geht nicht nur um Öllampen. Sondern für uns geht es vor allen Dingen darum, dass die Stadt wächst und gedeiht. Und wir haben natürlich Angebot und Nachfrage, die klassischen Konzepte jeder Stadt. Auch für uns gelten sie. Und wir haben ein Angebot und wir haben eine Nachfrage. Wir haben ein Angebot von Öllampen und eine Nachfrage. Das ist schön. Wir haben aber auch noch Wein. Ein Angebot, dafür müssen wir eine Nachfrage schaffen. Wir haben auch Arbeitsplätze und keine Einwohner. Entsprechend wird unser kleines Dörfchen, unsere kleine Siedlung um einige Gebäude zuerst einmal erweitert werden. Lasst uns neue Täten einziehen. Lasst neue Täten einziehen. Lasst uns neue Täten einziehen. Das klingt ja fast, als wären wir hier bei der Griechenland Inkasso GmbH oder so, ne? Da sind wir ja auch nicht. Hier bauen wir zuerst mal neue Häuschen. Wir nutzen das auch, um natürlich die Steuereinnahmen hier einmal sauber zu erhöhen. Früher hatten sie Waldblick, jetzt haben sie keinen Blick. Ein, zwei Häuschen gebaut. Es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Häuschen. Auch gut. 1, 2 oder 12. Wer kennt den Unterschied? Alle, die in Mathe aufgepasst haben. Ich weiß. Aber wir bauen hier fröhlich weiter. Alle bekommen ihre Straßen. Und ja. Jetzt sollten hier doch Leute einziehen. Fisch und Fleisch, da sind wir dabei. Und werden die Leute da einziehen? Ja, sehen wir schon. Die Nachfrage nach Arbeitskräften, sie sinkt. Gleichzeitig, wir sind ja noch am Forschen an der Bronzezeit, können wir gern weiterlaufen lassen. Wir erinnern uns aus dem letzten Mal. Ja, es ziehen mehr Täten ein und sie bekommen Wein. Sie bekommen, naja, Bier bekommen sie nicht, aber Wein und Fisch und ja, und sie werden glücklich. Und uns bringt das vor allen Dingen Steuereinnahmen. Eine Ressource hat ihr Lagerlimit erreicht. Was ist das? Was ist hier denn passiert? Und hier kommen wir gleich zu einem Punkt, den ich nicht so mag. Ich komme hier nicht drauf. Aber gut, unsere Ressourcen, wir können einmal kurz durchs Lager durchgucken. Lebensmittel sind noch okay. Das hier sieht okayisch aus. Auch hier ist nichts auf 80 voll. Wir haben Weintrauben über. Nö, für mich ist da... Und wir haben 15 Wein über. Das heißt, wir sollten mal hier ins Bevölkerungspanel schauen. Dass wir mal so ein bisschen einen Überblick bekommen. Aus Produktion und Nachfrage. Und... Aktuell... Sieht es so aus, dass wir hier auf jeden Fall bei Fisch und Fleisch jetzt ein bisschen ins Defizit rutschen. Da wir Zufriedenheitsgrad und Einwohnergrad, das passt soweit. Eigentlich sollte jetzt die Zahl hier auch ansteigen auf 230. Dann müsste demnächst der nächste Tick kommen. Und in der Wirtschaft, ja, die Steuerbilanz, die sehen wir ja hier hinten auch langsam hoch tickern auf 31. Das sieht okayisch aus. Aber hier sind ja noch Häuschen leerstehend. Da geht's dann auch gleich weiter. Wir brauchen aber auch mehr Zeugiten.
letzte Mal hatte ich Zeugiten gesagt, glaube ich, oder Zigiten. Das sind Zeugiten. Es tut mir leid für alle, die sich zu dieser Bevölkerungsschicht hinzuzählen. Die bekommen jetzt hier noch ein weiteres Häuschen, dass da auch mehr einziehen können. Und dann wollen wir mal, wie das gehört, wie es sich gehört, man verzeihe mir. Wir haben 39 Überschuss. Wir können einmal ganz kurz gucken, was eine Weizenfarm und eine Brauerei an entsprechenden Kosten mit sich bringen. Eine Weizenfarm kostet 8 Drachmen. Okay, sind wir bei plus 50. Eine Brauerei. Das ist eine Mühle. Oh, könnten wir auch eine Brauerei. 22 Drachmen. Das heißt, wir gehen auf minus 20 und stellen dafür... Ja. Genug Bier dann her. Ein bisschen Bier, das wünsche ich mir. Und ich denke, wir gehen hier erstmal zu unserem Wasserrad, das sich hier noch schön versteckt in den Inuria. Und nehmen die ganzen Ast sicherlich hier auch noch. Boah, da können wir noch in der Nähe der Kaserne Bier brauen. Das ist doch eine gute Sache. Da bin ich voll dafür. Eine Weizenfarm. Wir können bis zu 6 Felder und da haben wir ja dann auch wieder sehr gut die Möglichkeit, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, ich weiß, es ist so ein bisschen Bordergore-mäßig für Leute, die jetzt Ganzes sehr, sehr hübsch haben wollen. Aber ich finde es ganz nett. Ich finde es hier so ganz nett. Hier wird jetzt Weizen geweizt. Und dann wollen wir auch noch Bier brauen. Oh, wir haben schon die Kupferschmelze und alles erforscht lassen. Einfach irgendwas erforschen. Medizin klingt gut. Medizin klingt gut. Hier wollen wir jetzt aber als allererstes mal, ich denke, in der Nähe unserer Soldaten zu brauen ist immer gut. Wir machen hier, wie nennt man, Soldatenbräu oder so, ne? Soldatenbräu. Geben denen hier auch mal ein Lager, weil ist halt doch viel. Dann können wir hier auch noch ein bisschen entsprechend ausbauen. Wir sehen, es ziehen immer mehr Teten ein. Aber hier, da arbeiten Zeugiten in der Brauerei. Das sind gar keine Teten. Das ist ja qualitativ hochwertig akademisches Personal. Das soll dann auch heißen, sie sollen hier bitte ein Häuschen bekommen, sobald wieder ein Brett geliefert ist. Haben eine gewisse Brettknappheit. Kann das denn nur passieren? Holz ist doch da. Fleisch ist auch da. Unseres Olivenpresse, auch die arbeitet fleißig vor sich hin. Da ist die zweite Lehmgrube mit dem Fischer. So, Bretter sind eingetroffen. Sehr gut. Dann können wir hier noch ein Häuschen vergrößern. Und dann sollte auch das hier laufen. Ja, hier ziehen jetzt auch Zeugiten ein. Wir sehen schon. Forschung, Zugang zu Textilien. Ach, jetzt haben wir dummerweise Ding vorgezogen. Naja, Medizin ist auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, so ein Doktor in der Antike, das war was Besonderes. Solange er dir die Gliedmaßen nicht abgeschnitten hat. Waren das Doktoren, Amputeure? Da kamen erst später, ne? Amputation war erst später ein Thema. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz geschaffen.
Und da können wir auch noch einen Satz Beogiten einziehen lassen. Und dann gucken wir mal, wie es mit der Bierproduktion aussieht. Da geht es auf jeden Fall hier ein bisschen voran. Oh, auch die brauchen Keramik. Jetzt müssen wir wirklich die Keramik hier im Blick behalten. Aber ihr macht das gut. Ich bin auch dafür, zusätzlichen Wein herzustellen. Weil Weintrauben, hatte ich ja gesagt, laufen hier so ein bisschen in den Speicher. Und es wäre ja schade, wenn die schlecht würden. Also sollten wir noch einen Weinkeller bauen. Der braucht Stein. Da sehen wir schon das Thema, dass hier dieser Steinbruch bald erschöpft sein wird. Und wir sehen auch das Thema, dass, obwohl wir eine sehr positive Bilanz haben, natürlich ein gewisses Minus sich einstellt, aus einem relativ einfachen Grund. Also hier können wir erst nochmal 300 Steine holen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Dann machen wir das auch. Weil unser großes Thema ist natürlich... Ach, da bauen sie schon mal Steine ab. Sehr gut. Unser großes Thema ist natürlich, da sind wir jetzt auch dann dran, dass wir hier immer noch die Werkzeuge einkaufen müssen. Flüchtlinge! Oh, es ist was passiert. Flüchtlinge. Flüchtlinge aus fernen Landen sind in unserer Polis angekommen. Berichten, dass ihre Häuser von Eindringlingen verbrannt wurden und sie nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause durch die Welt ziehen. Wir können sie aufnehmen, aber unser Land, unsere Leute, sind möglicherweise nicht erfreut über diese Entscheidung. Denken Sie daran, Neuigkeiten verbreiten sich schnell und die Flüchtlinge, die wir jetzt aufnehmen, sind vielleicht nicht die letzten. Also wir können sie akzeptieren. Wir können ihnen Versorgungsgüter mitgeben. Oder wir können sie ablehnen. Ich bin dafür, wir akzeptieren sie, weil wir jetzt gleich wieder die Industrie wachsen lassen wollen. Oder das Gewerbe. Und jetzt sehen wir hier, die Zufriedenheit der Bürger sinkt. Solange dieser rote Marker da ist, sind die Bürger ein wenig grätzig, würde ich mal sagen. Sagt man so schön, ne? Aber das macht mir nichts, weil viel hilft viel und wir gucken gerade. Okay, Lebensqualität minus 40 bei den Zeogiten. Was fehlt den Zeogiten? Haben wir das irgendwie angezeigt? Nein, aber sie haben auf jeden Fall null Bier. Die Teten haben Bier, die Zeogiten nicht. Warum gehen die Öllampen nicht hoch? Irgendjemand muss auch mal die Öllampen hinbringen. Hä? Warum werden keine Öllampen ausgeliefert? Das sind 16 Öllampen. Hä? Warum liefert ihr keine Öllampen aus? Oder braucht es dafür noch ein Öllampen? Öllampen geht doch hier über die Agora. Hä? Es macht sich wieder Unwissen breit bei mir. Die Nuria, den Marktplatz. Marktplatz werden die hier nicht brauchen. Wir haben ja hier die Residenz. Residenz in der Agora. Dienstleistungen, ein Heilerhaus werden wir auch nicht brauchen. Momentan ist niemand krank. Okay, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir sollen Zugang zu Textilien erforschen. Und dann machen wir das auch. Wollen jetzt aber in die Werkstoffproduktion einsteigen. Ich verstehe echt nicht, warum die hier aus der Agora nichts verteilen. Hier geht hier auf jeden Fall ein bisschen nach oben.
Aber es kann natürlich sein, dass die der Reihe nach erfüllt sein müssen, die Bedürfnisse. Das weiß ich gar nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann wäre aber mehr Bier gut. Wir können hier mal die Brauerei im Blick behalten. Was das Lager sagt. Das Lager sagt, wir haben relativ viel Holz. Interessiert mich jetzt aber nicht. Aber wir haben auch auf jeden Fall Weizen schon Überschuss und schon Weintraubenüberschuss. Für mich ist das ein ganz klares Zeichen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, wenn wir da schon Überschuss haben, mehr Wein keltern. Da kenne ich nichts. Der bringt auch gleich hier Wein und Trauben. Und wenn ja der Weizen so hoch tickert, glaube, wir könnten noch eine zweite Brauerei benötigen. Kann man hier schön setzen. Dann sollen die ja doch Doppelbrau machen. Ja. Auch da. Gehen jetzt erstmal Waren rein. Das könnte auf jeden Fall das Bierthema beschleunigen. Da dieses Lager. Da sollten wir wieder Holz sägen. Das wird dann der nächste Schritt sein. Sobald Holz gesägt ist, werden wir hier noch mehr. Ihr seht es ja, da fahren sie schon mit ihren Wägelchen. Und auch da fahren sie viel mit ihren Wägelchen. Einfach so ein Transportengpass überall. Und da werden wir noch zwei Holz brauchen. Und ansonsten haben wir hier unten, da ist die Holzfällerhütte, da wird Holz gehackt. Da ist ein Lager, da ist die Olivenpresse. Wir wollen keine Olivenpresse. Eieiei. Die Hütte des Lampenmachers. Ja, wir haben hier Lampen. Die werden nicht ausgeliefert in die Residenzen. Das Bier wird ausgeliefert. Aber auch nur bei den Teten. Bei den Seugiten, die sind uns immer noch gleichgültig. Okay. Da haben wir auch 5 zu wenig. Lasst uns die Anzahl erhöhen. Und auch hier, guck mal da, wir haben es erhöht und schon sinkt der Bierbedarf auf. Die Biernachfrage, wie auch immer. Die Bierdeckung. Wir haben nicht genug Bier. Auch das blende ich mir hier mal ein. Bitte, wie sieht es mit dem Bier aus? Bierkrüge. 0. Okay, wir haben also tatsächlich wenig Bier. Müssen die Brauereien noch ein bisschen nacharbeiten. Aber wir sind 77 im Plus. Und die sollen ja auch was sich hinarbeiten. Wir wollen dann erstmal in den Bergsbetrieb einsteigen. Und das heißt für uns, wir wollten ein Bergwerk bauen. Wir brauchen Zinn und Kupfer und die Kosten, uiuiui, sind die teuer. 16 und 16 Unterhalt sind 32, das geht gerade noch so. So, das hier ist der Bag, den wir hier nutzen können. Für Zinn. Kupfer, wo ist Kupfer? Kupfer ist hier, okay. Dann können wir hier die Schmelze machen. Schönes Wägelchen. Bisschen wild gebaut, macht aber nichts. So. Der Weg geht hier hinten rüber. Ja doch. Und natürlich bekommen beide ihr Lager. Dass wir hier eben dann auch vorwärts kommen.
Wo sind die Lager? Hier ein Lager. Dort ein Lager. Und das, was die an Material abbauen, soll natürlich in der Bronzeschmelze die 20 Drachmen Unterhalt kostet. Uiuiui. Und auch wieder Seugiten beschäftigt. Ich glaube, die Schmelze wollen wir hier eher weghaben. Wir schmelzen mal hier. Und das bedeutet erstmal, hier haben wir Bronze. Sobald die produzieren. Und die Seugiten kriegen hier einfach kein Bier. Haben wir ein Aletheken-Bier? Boah. Kann euch nicht sagen, warum. Wir wollen aber auf jeden Fall, dass neue Leute einziehen. Seht ihr, 60 minus. Und hier haben wir ja jetzt noch grünen Platz. Nö. Ah ja, da bringt einer Metall dahin. Okay. Okay, da holt einer Metall. Und du bringst Steine aus dem aus dem Steinbruch. Komm hier zur Agora, okay. Interessant. Aber wir kriegen kein Öl verkauft. Wir können auch mal hohe Steuern erheben. Wir sind ja gerade pleite. Mangel an Materialien. Hier. Wir haben doch hier gerade die Minen gestartet. Ihr müsstet doch jetzt gleich hier Material bekommen. Auch das sollte jetzt kein Problem sein. Aber wir wollen natürlich hier ein bisschen. Jetzt läuft hier Bier voll. Hier laufen 5 Bier sozusagen in den Bierpool. Wir wissen alle, Bierpools sind was Tolles. Ein bisschen Bier, das wünsche ich mir. Auch hier geht Bier nach oben. Aber nichts für die Seugiten. Wir werden auf jeden Fall weiter die Siedlung ausbauen. Könnte natürlich ein Bug sein, aber das glaube ich nicht. Also das wäre ja ein massiver Bug, wenn hier nicht ausgeliefert würde. Das wäre wirklich massiv. Das ziehen aber weitere Leute ein. Und wir werden in der Folge jetzt hier noch auf jeden Fall die entsprechenden Dinge ausliefern. Aber ich bin halt echt, echt erstaunt. Warum die hier nicht nach oben gehen. Können weitere Häuschen setzen. Mehr Einwohner heißt natürlich, einfach mehr Nachfrage zu befriedigen. Und das heißt mehr glückliche Steuerzahler. So glückliche Menschen, die dann zu Steuerzahlern werden. So ist richtig. Wenn die Läsche verteilt Wein hier überall. Aber die holen sich hier in der Residenz einfach nichts ab. Und da gibt es auch keine Technologie oder so, die nötig ist.
damit die das machen, oder? Nee. Dann verstehe ich's nicht. Nö, keine Ahnung. Warum das nicht nach oben geht. Wir können mal im Ding in der Bevölkerung nachgucken. Und Nachfrage nach Bier und Wein, ja. Die ist natürlich da. Aber warum die Seeugiten keinen Wein bekommen und kein Bier, verstehe ich nicht. Wir haben auf jeden Fall 9 Bier über. Und Weizen haben wir auch über. Wir haben sogar eigentlich, was wir da ein bisschen wenig haben. Keramik. So, lasst uns noch eine Keramik Manufaktur auf den Weg bringen. Keramische Werkstatt. Das kann hier dazu. Lassen wir hier mal Keramik noch verarbeiten. Nö, es geht nicht nach oben. Wir können die Steuern noch mal reduzieren. Wir nutzen die Chance auch für Wohngebäude. Okay, das ist jetzt außerhalb der Agora. Das ist ein bisschen suboptimal für die Kollegen, aber insgesamt stört es jetzt erstmal nicht. Wir haben hier noch 2. Windspanne ist auf jeden Fall wieder da. Aber ich will es nicht verstehen. Was will mir nicht einleuchten? Läsche arbeitet, aber ihr hier kriegt kein Bier. Das ist traurig, aber wahr. Kein Bier für Seeugiten. In the archives, you can seek. Ja, halt den Mund. Wir können mal nachgucken, ob es hier noch was gibt. Arbeiter und Arbeiter, nein. Dienstleistung, Plantage und Bewässerung. Produktion, Ressourcen. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir setzen hier auf jeden Fall noch ein paar Häuschen mehr. Nein. Irgendwohin müssen wir das Bier schaffen, wenn es schon die Leute nicht. Aha, die CO. Ah, auf. Ah, guck mal. Aha, guck mal da. Guck mal einer Schau. Guck mal einer Schau. Wo das jetzt herkommt, keine Ahnung. Warum die Seeugiten jetzt auf einmal ihre Öllämpche haben und ihr Bier. Ob sie jetzt einen Bierlieferanten hatten oder so, keine Ahnung. Ob es jetzt genügend niedere Arbeiter gibt. Aber auf einmal hier ist bei den Seeugiten auch Party. Wir brauchen noch einen Satz. Das auf jeden Fall. Machen wir noch welche hin? Und auch die bekommen sofort ihr Zeug. Aber wieso das jetzt so lange gedauert hat? Wenn es jemand weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil das war jetzt schon. Ich meine, wir haben die ja relativ lang. Und ich würde es euch gerne erklären, kann es aber nicht. Deswegen Kommentare sind der Platz. Dort klappt das dann. Heten, nach oben bitte. So. Seeugiten ziehen auch ein. Damit haben wir endlich einen Absatzmarkt für alles Mögliche. Was jetzt natürlich noch wichtig ist, und das wollten wir in der Folge auf jeden Fall noch schaffen. Ihr habt es ja da hinten gesehen. Wir stellen Bronze her. Und diese Bronze soll natürlich in der Schmiede verarbeitet werden zu Werkzeugen. 300 Dollar, 300 Drachmen Dollar. Och, ich habe schon wieder Dollar
wieder zu viel Jack the Limes gespielt. Boah, handeln wir mit Dollar. Wir haben Drachmen. Und ein Tick und dann ist die entsprechende Werkzeugfabrik fertig. Und die kostet 18 im Unterhalt. Und steht jetzt. The recent battle with the invaders still resonates in the minds of our citizens, who maintain that the only certainties in life are taxes and wars. We cannot fight this. Instead, we need to steer the prevailing mood in a direction that benefits us. The Square of Ares, honoring the god of war, will be ideal as a place of training and entertainment. Okay. Damit haben wir auch diese Passage genommen. Und ich würde sagen, für heute war es das. Wir produzieren jetzt unsere Werkzeuge selbst. Beim nächsten Mal geht's Richtung Kleidung, geht's Richtung Waffenmeister. Und für heute war es das. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann.